So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love Fallen Road? So, wir haben uns hier jetzt irgendwie nochmal mit den Sekja getroffen und wollten wissen, was er gemacht hat, pipapo, und wollten ein bisschen was über ihn erfahren. Ja, er hat nicht viel von sich preisgeben und baggert uns stattdessen an. Wenn er das für richtig hält, ne? So. Oh, ich verstehe. Sie bestehen darauf, zuerst zu heiraten. Nee, dich doch nicht. Das hängt natürlich so ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Mach dich lustig. Mach einen Witz. Ja, mach dich lustig. Wir machen uns jetzt mal lustig. Wir sind ja auf ihn eingegangen in der letzten Folge tatsächlich. Und jetzt, mal gucken. Ja, genau. Ich warte nur darauf, endlich zu heiraten, damit ich den Mann meiner Träume küssen kann. Ja, das soll er denn sein jetzt, oder was? Mr. Hudson, Sie sollten wissen, dass man für Dinge kämpfen muss, die einem Leben wirklich etwas bedeuten. Und ein Kuss, der nur aus einem Missverständnis entsteht, ist nicht viel wert. Ja, genau. Ja, ich bin bereit zu kämpfen. Jetzt guckt er wieder böse. Ich lege mein Messer ein wenig näher an seinen Hals. Sehr grinst, er schwindet nicht mal für einen Moment. Oh Mann. So, ich lege mein Messer ein wenig näher an seinen Hals. Sechs Grinsen schwindet nicht für einen Moment. Im Gegenteil, ich glaube, es wird sogar noch breiter. Antworten Sie, warum sind Sie in die Bar gekommen? Wie gesagt, ich war auf der Suche nach Informationen. Es hat sich offenbar ein Riss zur Hölle geöffnet und Jack's Bar ist an der Fallen Road. Also, ne? Was denn für ein Riss, Mann? Also, haben Sie die Information bekommen, die Sie suchten? Fast auf der Stelle. Als ich hier reinkam, sah ich einen Kerl mit einer schweren Verletzung von einem Dämon, der anscheinend den Riss entwichen war. Also, ja. Ich senke mein Messer und weiche ein paar Schritte zurück. Er hat viel Ahnung, der Junge, er weiß Bescheid. Nun, da ich Ihnen nicht die Ausmaße meiner weiteren Talente zeigen kann, werde ich jetzt gehen. Oh, schade. Ich habe fast das Gefühl, dass ich Ihnen noch öfter mein Messer an die Kehle halten werde. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Zack steigt in sein Auto ein und zwinkert mir ein letztes Mal zu. Ich bleibe ein paar Sekunden stehen. Zacky Becky. Okay. Wow, das Spiel hängt aber ganz ordentlich, ne? So. Als ich zurück in Jacks Bar komme, ist Jeff fort. Jesse und Morgan unterbrechen ihre Unterhaltung und schauen mir zu. Schauen zu mir. Beide grinsen genüsslich und ich kann das Thema ihrer Unterhaltung leicht erraten. Nee, ganz bestimmt nicht könnt ihr das. Nee. Komm direkt zur Sache. Es läuft nichts zwischen Zack und mir, also könnt ihr eure Geschnatter stecken lassen. Aber du hast doch nicht Unrecht. Als du mit mir in Jeffs Küche sagtest, dass dieser Arzt ziemlich heiß sei. Was? Habe ich das gesagt? Das habe ich nie gesagt, du hinterhältiges kleines Luder. Ja, er hat jede Menge Charme und Charisma. Was? Nein, wollen wir jetzt nicht. Nichts passiert. Jesse und Megan tauschen vieldeutige Blicke aus. Oh klar, wir wissen, dass nichts passiert ist. Fürs Erste. Was? Oder bevorzugst du den großen, stattlichen Blondschopf? Was? Nein. Oh ja, der berüchtigte Karl. Morgan nickt begeistert mit dem Kopf. Der sieht auch total gut aus. Haut er dich eher von den Hocker? Du hast offenbar die Qual der Wahl. Rachel. Ich seufze und kneife meinen Nasenrücken. Warte, wer macht denn sowas? Wie ertrage ich euch bloß? Oh. Jetzt gibt's erstmal Werbung, hä? So, weiter geht's, Kinders, weiter geht's. Ach komm, Rachel, normalerweise bist du nie an anderen Typen interessiert. Und heute hab ich dich sogar schon mit zwei quatschen sehen. Nein, mit drei, mit Jeff auch noch. Also kannst du bestimmt nachvollziehen, warum wir so neugierig sind. Sicher, wenn du schon dabei bist, dann bezieh dich doch an
Avilas Handlanger in deine Gleichung mit ein. Ach ja, stimmt, mit dem haben wir auch noch geschnackt. Jesse grinst und wischt sich die Theke ab, während Morgin sich in mir nähert. Meine Freundin ist weit neugieriger als die Barbarenbesitzer. Ich meine, aber ich meine natürlich Barbesitzern. Barbara-Besitzer. Ich merke Jesse an, dass sie die Situation amüsant findet, aber sie würde niemals auf die Idee kommen, Details über mein Privatleben aus mir herauszupressen. Das wollen wir doch mal nicht hoffen. Sie ist es gewohnt, dass ihre Kunden ihr auch ungefragt ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Für Morgin scheint es eine Frage von Leben oder Tod zu sein. Sie hat immer das dringende Bedürfnis, den neuesten lokalen Tratsch zu erfahren. Oh, gut, okay. Du willst nicht reden, verstehe. Aber ich mache mir Sorgen um dich. Ja, natürlich, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen zwei Typen oder was. Was ist mit dir denn witzig? Los, meine ich. Ich habe gerade Witz gelesen, mach einen Witz. Ach ja? Gib lieber zu, dass du mich einfach nur ausquetschen willst. Das war aber witzig. Der Witz war so gut. Okay, meine lieben Leute, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es geht ziemlich schnell alles hier vonstatten. Ja, sind auch immer sehr, sehr kurze Folgen. Ich finde es auch ein bisschen traurig, dass es immer so kurz ist. Aber kann man nichts mehr machen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde!